Hallo und herzlich willkommen zum Herbst. Normalerweise habe ich immer einen bestimmten Monat jetzt begrüßt, aber ich habe mir für den Herbst ein sehr großes Thema ausgesucht, weswegen das jetzt die Videos für Oktober und November betrifft. Im Dezember gibt es dann einen Adventskalender. Das heißt, da gibt es dann 24 Videos für euch, jeden Tag eins. Ich bin schon sehr gespannt. Aber jetzt im Herbst, im Oktober und November, habe ich mir ein sehr großes Thema ausgesucht. Und ich habe ehrlich gesagt lange überlegt, ob ich dieses Thema wirklich auf meinen YouTube-Kanal bringen soll. Aber ihr verfolgt mich jetzt schon sehr lange. Ich habe viel darüber erzählt, über Persönlichkeitsentwicklung, was ich alles getan habe, Meditation, womit ich mich beschäftigt habe, was mir das gebracht hat. Aber ich habe das immer nur so angerissen, weil oftmals ist das so mit dem Thema Spiritualität, wird gleichgesetzt mit Esoterik. Und da hat man gleich die Frauen im Kopf mit ihren Wallekleidern, mit ganz viel Ketten und riesen Ohrringen, die irgendwelche Karten legen. Und das ist ein riesengroßes Vorurteil und so ist es ja in den meisten Fällen gar nicht. Und ich habe halt viel hin und her überlegt, ob euch diese Themen überhaupt interessieren, aber dann habe ich gedacht, mir hat das so viel gebracht. Und deswegen möchte ich das an euch weitergeben. Und ich möchte euch zeigen, dass viele Vorurteile nicht stimmen. Ich möchte Vorurteile ausräumen und ich möchte euch dazu anregen, da mal reinzuschnuppern, das für euch auszuprobieren, zu schauen, welche der verschiedenen Dinge, die ich euch vorstellen werde, etwas für euch ist. Und deswegen mache ich das jetzt einfach doch. Weil meine Devise ist ja immer, es geht mir nicht um die Klicks auf einzelne Videos, sondern darum, wenn ich mit diesem Video einer Person, einem Zuschauer geholfen habe, weil der dann plötzlich anfängt zu meditieren und das sein ganzes Leben verändert, dann hat dieses Video schon für mich Sinn gemacht. Und deswegen habe ich mich dann doch dazu entschieden, das zu machen. Und es wird auch ein neues Format dann jetzt im Herbst geben, denn ich habe angefangen, Interviews zu führen für diesen YouTube-Kanal, weil ich einfach in vielen Themen, die wir ansprechen werden jetzt im Herbst, auch kein Experte bin. Ich habe es für mich ausprobiert und ich habe es fantastisch gefunden. Ich möchte das an euch weitertragen, aber oftmals bin ich ja selber kein Experte da drin. Deswegen habe ich mir einfach Experten eingeladen. Wir werden also im Oktober und November über Themen sprechen wie Spiritualität, moderne Spiritualität, Meditation, Achtsamkeit. Wir werden über Chakren sprechen, wir werden über Mantren sprechen. Es wird ganz tolle Sachen zu gewinnen geben, das kann ich euch auch schon mal versprechen. Ihr werdet ganz tolle Leute kennenlernen. Also diese Interviews, die ich geführt habe, die waren so wertvoll, auch für mich, derjenige, der dieses Interview geführt hat, für mich war da auch so viel drin, so motivierend. Das war richtig, richtig toll. Also ich bin da super gespannt, wie ihr das finden werdet. Ich werde euch bei den einzelnen Themen dann auch oft, also ich werde auch so 1:1 Videos machen wie jetzt. Hoffentlich kann ich dann diese Begeisterung und was mir das selber gebracht hat, wirklich transportieren und an euch weitertragen. Und wenn euch dann einzelne Themen besonders interessieren, möchte ich das gerne auch sogar noch weiter ausbauen. Aber ich möchte euch nicht überfordern und ich möchte auch schauen, was für euch natürlich passt. Und ja, ich bin einfach super gespannt auf den Herbst und auf euer Feedback und möchte euch da auch wirklich auffordern, wirklich viel Feedback zu geben. Wenn euch ein Thema sehr interessiert hat. Wenn es euch auch nicht interessiert hat, schreibt mir das bitte auch. Das ist völlig okay, weil nicht jeder interessiert sich für alles. Und wir werden uns ja auch mit dem Thema Yoga beschäftigen, denn ich habe mir ja eine persönliche Yoga-Challenge für den Oktober gesetzt. Und ich habe hin und her überlegt, wie ich das für euch anschaulich machen soll. Und deswegen wird es Weekly Vlogs geben. Das heißt, ich filme jeden Tag, aber immer nur ein bisschen. Und vorrangig wird es einfach um meine Yoga-Challenge gehen, dass ich halt jeden Tag für euch filme, was ich an Yoga gemacht habe, wie es mir damit geht, ob ich irgendwelche Veränderungen spüre. Und das werde ich in Form von Weekly Vlogs machen. Das heißt, ich vlogge von Montag bis Sonntag. Mittwoch, wie gewohnt, seht ihr dann diesen entsprechenden Vlogs. Und davon wird es dann einfach 4 Stück geben, wo es einfach vorrangig um meine Yoga-Challenge geht, aber nicht ausschließlich. Ich werde euch auch mal andere Sachen erzählen und zeigen. Aber schon Hauptaugenmerk der Vlogs in diesem Monat Oktober wird meine Yoga-Challenge sein. Und dann im November wird es wieder auch andere Vlogs geben. Genau, also ich bin sehr aufgeregt. Ich bin auf eure Reaktion sehr gespannt. Freue mich auch, wenn ihr die wirklich zahlreich gebt. Daumen hoch, Daumen runter. Aber am liebsten natürlich in Kommentarform, weil ich da einfach am meisten noch von euch erfahren kann, wie eure Meinung dazu ist.
Und ja, ich freue mich, ich bin super gespannt. Ich wünsche uns allen einen schönen Herbst hier auf meinem YouTube-Kanal und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!